Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Heute mal mit einem Unboxing-Video von meinem neuen Keramikgrill. Es ist ein Primo Oval XL und bevor ich den auspacken kann, muss ich erstmal den Tisch aufbauen, den ich mir dazu gekauft habe, denn der Grill will natürlich auch ordentlich bewegt werden. Und was alles zu dem Tisch gehört, das zeige ich euch jetzt. So, das sind jetzt hier die einzelnen Bestandteile von dem Primo Countertop Table. Und das hier ist die Aufbauanleitung. Nicht wirklich riesig, aber es sind ja auch nicht viele Teile und da würde ich sagen, bauen wir das Ding jetzt mal zusammen. Und da ist er jetzt fertig aufgebaut, der Primo Countertop Table und der ist aus nicht behandeltem Zypressenholz. Nicht behandelt heißt, es ist nicht versiegelt und deswegen, bevor ich jetzt den Grill da reinsetze, werde ich es erstmal lasieren und zwar hier mit dieser Brillux Flächenlasur Teak, in der Farbe Teak. Und das werde ich zweimal machen, das heißt, bis wir uns dann wiedersehen zum Grill ansetzen, vergehen jetzt 2 Tage. Ich werde ihn jetzt anfangen zu streichen und dann sehen wir uns wieder. So schaut der Tisch jetzt 2 Tage später aus, zweifach lasiert, absolut grandios. Und da steht der Karton, der ist noch zu und den packen wir jetzt zusammen aus. So, dann fangen wir mal an. So schaut das Ganze dann aus, wenn ihr es aufmacht. Und da steht das Prachtstück. Richtig gut verpackt. Und mein Gott, ist das ein Monster. Als nächstes sind hier unten am Karton so Klammern dran. Und die ziehe ich jetzt raus. Und dann sollten wir den ganzen Karton hochheben können. So, dann schauen wir mal, ob wir den Karton jetzt hochkriegen. Tada! Da steht er. Holt euch mal näher ran. So, und da steht er jetzt, der Primo Oval XL. Ein richtiges Monster. Made in the USA. Ein paar Schritte müssen wir jetzt noch machen zum Zusammenbau. Wie ihr sehen könnt, hinten ist quasi schon das alles vorbereitet, nicht wie beim Big Green Egg, wo man das erst alles zusammensetzen muss. Haben wir also einem schon die ganze Arbeit abgenommen, aber der Griff muss vorne noch dran und das machen wir jetzt. So, dann machen wir den mal auf. Der Deckel ist mal richtig schwer. Hier steht es hier innen drin auch nochmal Made in the USA. Hier ist der Griff, den müssen wir jetzt anbringen. So, um den Griff anzubringen, sind hier oben 4 Schräubchen, 2 auf der Seite, 2 auf dieser Seite. Und da drehe ich jetzt erstmal die Muttern runter. Die Schrauben können euch nicht da reinfallen, nur die Muttern können euch runterfallen. So, dann ist hier der Griff. So, die Muttern sind drauf und jetzt habe ich hier einen 14er Schlüssel und damit werden die jetzt festgezogen. Erstmal ein bisschen angedreht und dann richtig festgezogen. Ich fange mit den inneren an beim Festziehen und dann die äußeren. So, der Griff ist montiert. Jetzt lässt er sich auch schon ganz anders öffnen und schließen. Aber ein ordentliches Gewicht, der Deckel. Na klar, ist ja Keramik. Wunderbar. So, jetzt nehmen wir mal die Grillroste raus. Die Grillroste sind beim Primo Oval XL getrennt. Aber zu denen erkläre ich euch dann später was. Da drin ist dann erstmal das ganze Papierkram und auch nochmal eine DVD.
Ist natürlich super, dass diese Aufbau-DVD innen liegt. Naja, gut. Hier ist der Kohlerost aus dickem Gusseisen. Und auch mit den Halterungen für den Separator für die Kohle. Das ist der Boden von der Keramikbox. Ich nehme jetzt erstmal einfach alles raus, weil der Grill ist auch so schon schwer genug. So, als nächstes nehmen wir hier die Feuerbox raus. Wenn ihr diesen Grill zusammenbaut, versucht es nicht mal alleine. Habt mindestens nochmal zwei, wenn nicht am besten noch vier Hände parat, die euch helfen. Und dann nehmen wir ganz vorsichtig die Feuerbox raus. Und dann können wir hier noch was rausnehmen und dann das letzte Gewichtstuning, was ihr vornehmen könnt, ist, dass ihr hier oben diesen gusseisernen Lufteinlass wegnimmt. Das macht jetzt nicht wirklich viel aus, aber der kann dann auf jeden Fall schon mal nicht runterfallen. Richtig schick. Sieht man überall dieses Filz drumherum, damit eben die warme Luft nicht entweichen kann. Genauso hier beim Deckel und auch beim Unterboden vom Grill. Der Hammer. So, dann versuchen wir den jetzt in den Tisch zu setzen. So, und da sitzt der Primo jetzt in seinem Tisch drin. Gefilmt haben wir das Ganze nicht, aber ich kann euch sagen, macht das nicht zu zweit, lieber zu dritt oder zu viert. Und ein kleiner Tipp von mir, und das ist jetzt nicht meine Idee, da bin ich ganz ehrlich, wenn ihr Spanngurte habt, benutzt Spanngurte, damit könnt ihr den super gut da reinheben und klemmt euch auch nicht die Finger. Aber wie ihr sehen könnt, sitzt er genau richtig. Hat überall ein bisschen Spiel, aber so, dass auf jeden Fall keine Finger reinpassen. Und was auch noch ist, der sitzt hier unten auf solchen Keramikfüßchen. Und diese Füßchen sind nicht ganz gleich. Und wenn ihr die also auf diese Füßchen setzt, wackelt der Grill. Und bei mir war es sogar so, dass dann fast 1 cm Spiel war. Und da habe ich dann hier hinten auf der Rückseite so ein Schaumstoffteil drunter gelegt, das passte da genau drunter und jetzt wackelt da nichts mehr. Müsst ihr halt dran denken, dass ihr sowas dann da habt oder halt eben diese Schoner für so Metallfüße, dass euch den Boden nicht verkratzt. Aber als solches sitzt er jetzt da drin und jetzt bauen wir ihn mal fertig zusammen. Boah, Leute, der Deckel, der ist massiv und schwer. Hier ist die Firebox mit der Öffnung nach vorne. Vorne ist also die Luftöffnung. Als nächstes habe ich hier den Keramikboden und der hat unten so drei Füßchen. Damit kommen die kommen nach unten. Dann ist hier der Kohlerost. Der kommt mit diesen Halterungen hier nach oben in die Firebox rein. Hier sind die Grillroste. Und zu guter Letzt, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, der Deckel mit dem Ventil. Und dann ist der Grill fertig aufgebaut. Kommen wir nur noch zu ein paar Zubehörteilen, die ich mir dazu bestellt habe. Und zwar hat der Primo aufgrund seiner ovalen Form hat man die Möglichkeit, eben den Brennraum unten, beziehungsweise da, wo die Kohle eingefüllt wird, das Ganze zu teilen. Und zu diesem Zweck gibt es einen solchen Kohletrenner. Der ist aus Gusseisen. Der ist also wirklich bleischwer. Und den setzt ihr in diese Einsparungen von dem Kohlerost ein. Und so hält der. Und ihr habt quasi zwei Bereiche, wo ihr dann sagen könnt, okay, hier möchte ich Kohle haben, hier möchte ich keine haben. Und habt also so auf jeden Fall schon mal einen indirekten Bereich, den ihr euch schaffen könnt. Weiter geht es mit Halterungen für Tropfschalen bzw. für eben Keramiksteine, wenn ihr indirekt grillen wollt. Die kommen halt in so einem Zweier-Set. Das sind die Halterungen für die Steine.
und die werden so eingesetzt. Die Brennkammer bzw. der Feuerring hat extra hier so Mulden, wo dann diese Ärmchen reinkommen, dass die also wirklich gut sitzen. Das Ganze dann noch auf der anderen Seite. Und wenn ihr jetzt hier also dann eine Tropfschale reinlegt, könnt ihr den Grillrost oben drauf setzen und habt eben die Tropfschale hier unten drunter. Wenn ihr indirekt grillen wollt, gibt es dann diese Keramikplatten, die eingesetzt werden, ähnlich wie beim Monolith oder beim Big Green Egg. Eben die Absorberplatten, die werden da eingesetzt. Und wenn ihr das so habt, habt ihr also wirklich einen kompletten indirekten Bereich, wo ihr eben dann Pulled Pork oder dergleichen machen könnt. Da wird dann der Grillrost aufgesetzt. Und um dem Ganzen dann die Krone aufzusetzen, wenn euch die Grillfläche hier nicht reicht, gibt es noch Erweiterungen für den Grillrost. Der wird dann da eingesetzt, das heißt, ihr habt also hier zwei komplette Ebenen und könnt dann eben auf zwei Ebenen grillen. Oh, was freue ich mich darauf, den einzuweihen. So, und jetzt ist er fertig aufgebaut, mein neuer Primo Oval XL, das letzte fehlende Teil in meinem Grillpuzzle. Ich freue mich tierisch drauf, den Grill einzuweihen. Ihr könnt euch auf viele, viele interessante Sachen freuen vom Keramikgrill. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.